So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Wir sind beim letzten Mal nicht direkt hier stehen geblieben. Ich habe eben nochmal Bestiarium gemacht und jetzt ist der Waldläufer auch auf 15. Also ihr habt etwas Erleichterung, wir müssen nur noch den Pikinier leveln. Ja, ich habe ja schon angekündigt, mit dem Pikinier werden wir Nebenquests machen. Deswegen gehen wir, oder habe ich uns direkt nach Gridania geportet. Und ja. Mal sehen. Mal sehen, was so kommt. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall erstmal hier um. Oh, was muss ich hier machen? Ah, hier. Ein munterer Bursche. Och, ich habe aber gar keine Lust zu tanzen. Oh, hier. Jedüt ist immer so schrecklich ernst, wenn sie uns einfach beibringt. Hier hast du dein Holzspielzeug. Wenn ich mir Mühe gebe und den Tanz lerne, darf ich das Holzspielzeug behalten? Du wirst mich also bestechen. Einverstanden. Lol. Ein Kind weiß, dass man das bestechen will und das geht trotzdem drauf ein. Naja. Ah, hier. Hallo, Arthur. Stör mich nicht bei der Arbeit. Ich bin Zimmerer und muss heute noch einen wichtigen Auftrag erledigen. Hi. Hier. Oh, das ist ja meine Werkzeugkiste. Was machst du damit? So. Jill hat dich gebeten, mir die Werkzeugkiste zu bringen. Wie konnte ich sie nur vergessen? Das ist mir schrecklich peinlich. Das Amphitheater wurde gerade erst umfassend vor den Zimmerleuten restauriert. Und nachdem es bei der Katastrophe schwere Schäden davon getragen hatte. Als ich gebeten wurde, die letzten Wartungsarbeiten zu übernehmen, war ich so aufgeregt, dass ich sofort losgerannt bin. Du siehst auch noch nicht so erfahren aus wie. Wir Anfänger halten zusammen. Vielen Dank für deine Hilfe. Mögen dich die Gebiete und der Wald stets beschützen. Okay, oh mein Gott. So. Dann haben wir hier noch eine Quest. Ich weiß, es bringt jetzt nicht mehr so viel, aber wir nehmen es trotzdem alles an. Ah, ein neues Gesicht. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich heiße Stain und ich kümmere mich um Miketos Amphitheater. Gestern Nacht haben hier offensichtlich einige Silfen herumgetollt und eine Gemüseparty gefeiert. Das gönne ich ihnen ja gerne, aber vermutlich als Dank haben sie hier überall Kürbisse, Möhren und anderes Wildgemüse verteilt. Um das alles aufzusammeln, bräuchte ich Ewigkeiten. Kannst du mir vielleicht helfen? So. Ja, dann... Ich wollte gerade sagen, fangen wir das Wildgemüse, aber... Wie willst du Gemüse fangen? So, verstreut das Wildgemüse. Das passt doch. So. Da ist auch noch ein bisschen was. Hier auch. Und können dann direkt... Okay, ich wollte also elegant rüberspringen, hat nicht geklappt. Vielen Dank für deine Hilfe. So sieht der Platz doch gleich viel besser aus. Das Amphitheater ist öffentlich zugänglich und solange hier keine Veranstaltung stattfindet, kann es jeder nutzen. Gerne auch die Silfen. Ich wünsche nur, sie würden es so hinterlassen, wie sie es vorfinden. Sauber und ordentlich. Naja, zumindest haben wir jetzt einen Haufen leckeres Gemüse. Dafür gebührt den frechen Silfen wiederum unser Dank. Ebenso wie dir für das Aufsammeln. Das Gemüse werde ich einem Mijuns Hexerstübchen liefern lassen, damit es der Allgemeinheit zugute kommt. Wir machen das halt auch vor allem für diese Scherben. Scherben sind halt wirklich sehr, sehr wichtig später. Anton, kannst du eine Nachricht für mich übermitteln? Meine Wachablösung lässt ganz schön auf sie warten. Kannst du zur Gerbergilde und dort Millicent bitten, Ersatz für mich zu schicken? Langsam aber sicher stehe ich mir hier die Beine in den Bauch und ich muss dringend auf den Abort. Aber natürlich kann ich meinen Posten nicht einfach so verlassen. Das wäre Fahnenflucht. Deshalb bitte ich dich, tu mir den kleinen Gefallen und rede mit Millicent, ja? Okay.
Okay, hier kann man auch tauschen, irgendwas. Okay, gut. Wir nicht. Wir dürfen nicht. So, hier ist ein heiteres Mädchen. Willst du mal was ganz Fieses sehen? Dann schau dir mal das Nest voller Wasserflöhe an. Nee, danke. Ich darf das Spielzeug behalten, wenn ich Yujis Tanz lerne. Super, nichts wie hin. Okay. Dann haben wir hier hinten natürlich noch Quests. Kann natürlich sein, dass wir hier später dann natürlich auch wieder mehr Quests haben. Wie gesagt, wir machen erstmal soweit alles fertig, weil das gehört nun mal zu so einem Run dazu. Halt, auf ein Wort. Entschuldige bitte meine Aufregung. Aber ich habe Samen der Dima-Rose überall auf dem Weg verstreut, ungewollt wohlgemerkt. Die Tüte, in der die Samen waren, hat ein Loch. Jetzt kugeln die Samen überall auf dem Boden herum. Ach nein, ist das schrecklich. Wärst du vielleicht so nett, mir beim Aufsammeln der Samen zu helfen? Die könnten überall auf dem Weg von hier bis zur Gärtnergilde liegen. Tun sie. Ich meine, die liegen direkt hier vorne und sie ist so faul, die einzusammeln? Ernsthaft? Wie gesagt, um diese kleinen Gilden kümmern wir uns dann später auch noch. Um die Crafting-Berufe. Crafting- und Sammler-Berufe. Das kommt alles noch. Als erstes ist ja der Gourmet dran. Die machen wir wirklich nach der Reihe, denke ich mal. Ha, noch so eine Gaunerin von einer Abenteurerin. Ihr seid doch alle gleich und denkt nur an euer eigenes Wohl, oder etwa nicht? Wenn du mich vom Gegenteil überzeugen willst, dann erweise mir doch einen kleinen Gefallen. Bitte bring diese als Sima-Rosen zum Seher Waldjiff an Nufikas Altar. Täusch mich nicht. Okay, machen wir. Da ist was zum Harmonisieren. Hier hinten waren wir nämlich noch nicht. Können wir das ruhig einmal harmonisieren. Gärtnergilde. Dann müssen wir noch einmal zur Gerbergilde. Hast du alle Samen aufgesammelt, die du finden konntest? Hoffentlich hast du dabei nicht so viele zertreten. Sei froh, dass ich es überhaupt gemacht habe. Vielen Dank für deine Hilfe. Dank dir habe ich die meisten Samen wieder. Und dieser Weg entgeht noch mal. Der Überwachung durch Asimarosen. Natürlich wäre das ein hübscher Anblick, aber hier ist kein optimaler Ort für diese empfindlichen Rosen. Jede Pflanze hat ihr ganz eigenes Bedürfnis, musst du wissen. Es wäre ein Glück, dass du zur rechten Zeit zur Stelle warst. Mögen dich die Gebiete stets beschützen. Hier, danke, gerne. Also einmal zu Gerbergilde. Keine Angst, wir haben hier bald alles ready. Wobei ich halt eigentlich gerne noch einmal hier oben hin möchte, aber das passt schon. Das ist schon in Ordnung. Apropos Reittiere haben wir nun. Ah doch. Zwei. Warum auch immer ich die schon mit drin habe. Naja, egal. Passt. Was? Grimsand möchte abgelöst werden? Ich glaube, es hackt. Hat er denn schon vergessen, dass wir seit dem letzten X-Überfall einfach nicht mehr genug Soldaten haben, um alle Schichten zu besetzen? Und was fällt ihm eigentlich ein, eine Fremde wie dich in internen Angelegenheiten des Klageregiments zu verwickeln? Ist zwar neu in der Truppe, aber das ist keine Entschuldigung für mangelnde Disziplin. Tut mir leid, dass ich dir solch eine Abfuhr erteilen muss. Bei Fremden zu misstrauen ist schließlich unsere Pflicht. Immerhin hast du dich hier bereit gezeigt. Dafür gebührt dir mein Dank. Nun stürme ich nicht länger. Hinfort mit dir. Ja, und deswegen gibt es auch nur so einen kleinen Fitzeltrank. Ist schon klar. Ich verstehe schon. Ja.
Ah, und jetzt haben wir, glaube ich, hier alle Iteriten fertig, ja. Wir haben mit allen Iteriten interagiert. So, dann können wir gleich nochmal verkaufen gehen. Zur Druidengilde müsst ihr noch. Hier ist ja kein Problem. Ich möchte erstmal nur wieder ein bisschen was an Arsenal verkaufen. Dass wir noch so rumfleuchen haben. Wie gesagt, hier das alles. Das kommt dann nach und nach. Das war jetzt nicht viel, ne? Naja. Abendbrot. Ju. Dann also einmal zur Druidengilde. Dann haben wir hier jetzt auch erstmal nur die blauen Quests noch. Ja, dauert es noch ein bisschen, bis wir die annehmen. Muss mich jetzt nicht gleich mit den ganzen Crafting-Berufen rumschlagen. Welch seltener Besuch an Nofikasata. Was führt dich zu uns? Das hier. Eine Zimmerrose? Darauf habe ich schon gewartet. Du bringst sie mir also im Auftrag Itilreds? Verzeih mir meine Überraschung. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet Itilred etwas so Wichtiges einer Abenteuerin anvertraut. Du wirst bemerkt haben, dass er nicht viel von Abenteuern hält. Einige Abenteurer haben in den Wäldern Gridanien seltene Kräuter und Blumen gepflückt, die in den anderen Städten zu hohen Preisen verscherben. Leider haben sie dabei den halben Wald verwüstet. Itilred hat ihnen das bis heute nicht verziehen. So, unsere hohe Priesterin Kanixena hat ihm jedoch geraten, seinen Schmerz zu überwinden. Die Wunden eines Baumes müssen irgendwann vernarben. Ich freue mich, dass er über seinen Schatten gesprungen ist und sich dir anvertraut hat. Natürlich bin ich auch froh, dass er an eine edle Abenteuer wie dich geraten ist. Danke den Geistern des Waldes, dass sie dich zu uns gesandt haben. Und ich danke dir, dass du uns geholfen hast. Gerne. So. Dann jetzt einmal wieder in den anderen Bezirk. Dann haben wir in der Stadt zumindest alle Wachen erstmal fertig. Das macht es später auch einfacher, die Übersicht zu behalten. Welcher Auftrag für was ist. Steif wie ein Brett. Ach, dazu müssten wir Stufe... Ging es sein, okay. Hier. Dann gehen wir das erstmal ab. Hab tausend Dank, das hast du fabelhaft gemacht. Alle Kinder sind zurückgekommen, um dem Erntetanz zu lernen. Sie geben sich so viel Mühe dabei. Dieser Erntetanz ist ein Tanz der Fruchtbarkeit und er wird in Gridania seit Jahrtausenden von Generation zu Generation weitergegeben. Die Göttin Nofika segnete uns mit reichen Gaben, damit Gridania blüht und gedeiht. Dafür danken wir ihr mit diesem Tanz. Eigentlich bringen wir Außenstehenden diesen frommen Tanz nicht bei. Aber weil du mir so nett geholfen hast, möchte ich mal eine Ausnahme machen. Mach's mir einfach nach. Nett. Nett. Ja, fabelhaft. Das hast du ja schnell gelernt. Du hast eine richtige Begabung zum Tanzen. Ihr scheint ja mächtig Spaß zu haben hier draußen. Judith und ihre Bande ungezogener Zappelkinder. Was führt ihr hier für ein Theater auf? Ihr tanzt so steif wie eine Wagenladung Kastanienholzbretter. Mit Bretter kenne ich mich übrigens aus. Die zersäge ich doch den ganzen Tag. Wollt ihr vielleicht Bekanntschaft mit meiner Meistersäge machen? Haha.
Master Beatin, was ist das? Was ist denn nur in euch gefahren? Aber Meister Beatin, mit einer so ernsthaften Dame wie Frau Judith darf man doch nicht so grobe Späße machen. Sie versteht das nicht. Das Gefuchte mit der Säge, das ist doch zum Fürchten. Da habe ich es wohl ein bisschen übertrieben. Ich wollte doch nur mal sehen, wie weit ihr mit dem Tanz seid. Wir haben alles so gemacht, wie Frau Judith es gesagt hat. Und am Ende hat das Tanz sogar Spaß gemacht. Ein lustiger Tanz ist das. Komm, wir bringen ihn dir bei. Ja, gerne doch. Und wir haben das Emote Tanz der Fruchtbarkeit gelernt. Unser erster Emote, den wir freigeschaltet haben. Hier wird natürlich direkt hiermit in die Leiste gesetzt. Warte mal. Ich mach das einfach hier hin. Dann nee, wir setzen es wirklich dahin. So. Und ja, jetzt haben wir hier diesen wunderbaren Tanz. Ne. Ja, ein wirklich schöner Tanz. So. Huch. Ich visiere schon wieder jemanden an. Ohne dass ich es möchte. Gut, wir haben jetzt hier fast alle Aufträge fertig. So an Nebenaufträgen. Ich weiß, das ist unser Hauptauftrag, wo wir unbedingt weitermachen müssen. Das Problem dabei ist, das wird wohl erstmal nicht passieren. Also beziehungsweise es wird schon noch passieren. Das definitiv, aber ich bin froh, wenn wir es heute schaffen. Hallo. Bin froh, wenn wir es schaffen, auch die letzte Klasse auf 15 zu kriegen. Dann wäre ich schon zufrieden. Eine Nachricht von Emiria aus Mühlenheim? Ich verstehe, es geht so um Albert, den Narren. Ich sorge dafür, dass die geklauten Sachen an die Besitzer zurückgegeben werden. Albert lebte früher hier in der Stadt. Ich erinnere mich noch gut an den Jungen und seine Familie. Sie lebten in eher ärmlichen Verhältnissen. Eines Tages klaute von einem einflussreichen Händler in der Ebenholzpassage eine Handvoll Kamillensamen. Ich glaube, seine Schwester liebte Kamillen über alles. Der Junge wollte sicher nur seiner Schwester eine Freude bereiten. Aber seine strengen Eltern sahen die Familienehre in den Schmutz gezogen und verstießen Albert. So wurde es zu einem obdachlosen Streuner und lebte von dem, was er sich ergaunern konnte. Eine tragische Geschichte, wenn du mich fragst. Der Junge verlor seine Familie und die Schwester wuchs ohne ihren Bruder auf. Emiria war damals noch zu klein, um die Ereignisse bewusst mitzubekommen. Die Eltern taten alles, um die Existenz ihres Bruders vor ihr geheim zu halten. Das wäre in Gredania natürlich schwierig gewesen, denn das Gerede über den Vorfall in Gredania war groß. Deshalb zogen die Eltern mit ihrer Tochter nach Mühlenhain, um einen Neuanfang zu wagen. Sicher sind auch Emiria die Gerüchte zu Ohren gekommen, doch ein braves Mädchen wie sie stellt sich niemals ihrer Eltern eine Frage. Die Erinnerungen an ihren Bruder waren verblasst. Der verstoßene Sohn hingegen hat Emiria wohl niemals vergessen. Ich vermute, dass er sich trotz der drohenden Bestrafung in der Nähe der Stadt aufhält, um seiner Schwester nahe zu sein. Mir kommt da gerade eine Idee. Als Dank, dass Emiria das Liebesgut zurückgegeben hat, werde ich ihr ein paar Kamillensamen schenken. Albert's Verbrechen können nicht so einfach vergeben werden. Doch vielleicht wird er einen neuen Weg eingeschlagen haben, wenn diese Blumen zu blühen beginnen. Okay, wir nehmen das Geld. Gut. Damit hätten wir halt auch den Auftrag. Schweren Herzens müssen wir uns jetzt leider... Ach Mist, jetzt habe ich vergessen, das hier mit dem Pikniet zu machen. Ah, okay. Gut.
müssen wir uns jetzt schweren Herzens leider ins nächste Gebiet wieder wagen. Wir haben ja Gott sei Dank noch ein paar Aufträge, die wir erfüllen können, erledigen können. Sind nicht mehr viele, aber ein paar sind es noch. Und wie gesagt, wir haben dann ja auch noch die Beibriefe. Ich mache jetzt hier auch einfach mal ganz kurz, weil wir direkt in der Nähe sind. Einmal ganz kurz die Klassenquest. Dann sparen wir uns damit auch ein bisschen Zeit. Ich denke, das ist im Interesse aller. Ihr habt sowieso wahrscheinlich schon mehr als genug die Schnauze voll hiervon. Also, wie gesagt, ich bin froh, dass ich so manche Sachen echt ein bisschen übersprungen habe, beziehungsweise offscreen gemacht habe. Werde ich wohl bei den anderen auch so machen. Das Problem ist, gut, in Ulda, wenn wir dann da sind, gibt es zumindest eine Klasse, die ich definitiv halt gelevelt haben möchte. Aktiv. Das ist der Gladiatoren-Klasse. Die würde ich halt sehr gerne machen. Aber wir müssen halt eh alles auf 50 kriegen. Von daher ist es eigentlich egal. Sind danach nur noch drei Klassen. Das müssen wir uns alle im Gedächtnis behalten. Drei Klassen. Die anderen Klassen kommen später, beziehungsweise starten ja auf anderen Stufen bereits. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Glück haben. Ich meine, es sieht doch schon gar nicht so schlecht aus hier. Fehlt uns dann jetzt halt nur noch der Gladiator, der Faustkämpfer und der Taumaturg. Als Anfangsklasse. Dann haben wir das. Kieferwald. Boah, die gehen uns einmal nach da hinten. Geht jetzt gerade einfach schneller. Aber das Gute ist, wir haben tatsächlich so fast alle kleinen Quests fertig. Hier unten dann halt noch. Was wir da noch machen müssen. Werde ich dann auch gleich tun. Ah, da bist du ja wieder. Hast du die frische Schaudermilch im Netz? Hast du die frischen Schaudermilch im Netz? Ja. Perfekt, vielen Dank. Die Klebkraft dieser Netze ist ausgezeichnet. Damit kann ich besonders starke Zäune bauen. In Ishgard hätte ich mir niemals vorstellen können, Ausscheidungen von Monstern zum Bau von Zäunen zu verwenden. Ich stamme nämlich aus Ishgard und lebe noch nicht lange in Cridania. Damals war Ishgard berühmt für seine Schokobo-Zucht, aber diese Zeit ist längst vergangen. Ich kam nach Cridania, weil mein Wissen als Schokobo-Züchter gefragt war. Aber umgekehrt musste ich selbst hier viel Neues lernen. Noch heute überrascht mich das Leben in Cridania immer wieder aufs Neue. Okay. Auch hier nehmen wir das Geld. Und wir haben es auf Stufe 12 geschafft. Oh Gott, ey. Jetzt kriegen wir hier wieder die wunderbare Rüstung. Das habe ich abgespeichert. Blutbad. Kommt ein bisschen nach oben. Perfekt. So, dann machen wir erstmal die Quests da unten, nehmen aber hier trotzdem die Freibriefe einmal an. Die Quests kümmern wir uns dann halt auch später drum, wenn es soweit ist. Das ist halt interessant fürs Housing. Ja, einfach im Schlüpper rumlaufen, ey. So. Einmal. Eins haben wir dann wieder hier. Das ist gut. Dann machen wir das ja mal. Beginnen. Ja. Ja. Da ist eins.
einmal. Ich weiß, ich habe da einen mehr gesehen. Das Problem ist, da ist halt dieser ekelhafte Piss mit dran. Den möchte ich nicht als erstes machen. Okay, da ging es jetzt leider nicht. Er wurde sich einfach nicht beruhigen lassen. So. Perfekt. Nein, möchte ich noch nicht. Deno, danke. So. Und jetzt geht's halt um die Nebenquests hier unten. Die eine möchte ich gerne noch abschließen vorher. Die wir dann hier haben. Ich würde sagen, wir haben gut was abgearbeitet. Können uns also nicht beschweren. Ich meine, wir haben ja immer noch so ein bisschen Nebenstory halt mit drin. Für euch vielleicht nicht sonderlich spannend sein, euch interessieren halt so diese ganzen kleinen Nebensachen. Aber ihr seht halt auch, wie unterschiedlich es ist halt mit manchen zu spielen, zu leveln. Und freut euch später auf die Indies, wenn wir sie doppelt und dreifach machen. Wobei die großen Levelphasen, wenn mir zum Beispiel mal was Neues in den Sinn kommt, da könnt ihr jetzt schreiben, ob ihr eher das sehen wollt, die großen Levelphasen. Wenn wir ja mehrmals ähnlich hintereinander laufen müssen. Oder ob ihr lieber wollt, dass ich das offscreen mache. Außer natürlich neue Innis. Aber da könnt ihr mir dann gerne schreiben, ob ihr das möchtet oder nicht. Wenn nicht, dann würde es mal so kommen wahrscheinlich. Immer wie mir gerade zu der Sinn da steht. Wie es gerade am einfachsten ist. So, stirb. So, das haben wir auch. Ich bin erstaunt, wie gut wir halt mit der Nebenquest vorankommen. Früher, als ich so das Spiel das erste Mal gespielt habe, dachte ich halt so, lol, das ist ja so viel. Dann halt auch immer diese Folgequest. Das hat halt für mich irgendwie nie ein Ende gehabt. Und jetzt sehe ich erstmal so, okay, das hat doch ein Ende. Irgendwann hast du halt einfach keine Quest mehr. Das ist mir damals gar nicht bewusst geworden. Ich war halt wirklich erschlagen von dem, was man machen konnte. Noch einfacher wäre das Ganze hier natürlich gegangen, wenn wir reiten könnten. Das wäre dann natürlich noch einfacher gewesen. Aber leider kann man sich das nicht aussuchen. Jetzt kommt die Schaudermilbe wieder. Oh, Schaudermilbe, lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich möchte nicht. Zumindest nicht jetzt. So. Hallo, Finea. Na, habe ich's doch gesagt. Habe ich's nicht gesagt? Für eine Belohnung machst du alles. Dabei weißt du bestimmt nicht einmal, was der Totenta-
toten Akatantare für ein Ort ist, nicht wahr? Dort liegen die Körper unserer Kameraden, die bei der Katastrophe vor 5 Jahren gestorben sind. Die Schnecken, die du erledigt hast, hatten die Blumen gefressen, die wir den Toten dargebracht haben. Das liegt nur daran, dass sich die Monster so sehr vermehrt haben, dass es nicht mehr genügend Futter gibt. Ich will ihnen ja keine schlechte Absicht unterstellen, aber was zu weit geht, geht zu weit. Aber ich sehe schon, dich interessiert das gar nicht, sondern nur deine Belohnung. Hier hast du sie. So. Wir sind glücklich mit unserer Belohnung. So, jetzt, wie gesagt, gibt es hier unten halt noch Quests. Die wir natürlich noch machen. Wie soll es auch anders sein? Aber ich glaube, das machen wir tatsächlich auch erst beim nächsten Mal. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja beim nächsten Mal. Das ist unser Pygmäe Stufe 15. Also, bis dahin. Ciao.